Niemand mag diesen Boss, niemand. I'm really looking forward. Ich sehe nicht wirklich eine andere Möglichkeit, den Kram zu machen. Gott, wo bin ich? Achso, ich bin hier, ja. Ich muss hier immer wieder durchlaufen. Ist nicht schlimm. So. Was wir jetzt erstmal machen, ist, wir gucken uns mal sonst, wo wir überall gewesen sind, um. Und gucken, was wir alles vergessen haben. Denn ich habe gesehen, wir haben noch Kram zu tun. Wir haben noch ganz, ganz anderen Kram zu tun. So, das ist gerade quasi nicht unsere einzige Möglichkeit, diesen Affen zu machen. Wir könnten noch Skillpunkte farmen. Wir könnten uns an sich noch eine komplette Skillrolle holen von Typen, die ich vollkommen vergessen habe. Wenn ich wüsste, wo es war. Verdammt, wo war der Shit? Es war am Burgtor, glaube ich. Oder war es die Festung? Ja, war das Burgtor unten. Aber wir hatten doch den Typ mit der Tango-Masse, dessen Namen mir schon wieder nicht einfällt. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber der hatte uns doch diese Quest gegeben, irgendwelche Ratten zu töten. Und ich glaube, wir haben alle Ratten getötet davon. Also ich glaube, ich bin mir allerdings nicht 100% sicher. Das heißt, wir gehen ihn jetzt mal wieder aufsuchen und gucken nach. Und ich weiß, dass der hier oben irgendwo war. Also in dem Tempel da unten. Außer der bewegt sich, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem. Aber glaube ich nicht. Ah, hier steht ja noch. Hi. Was war nochmal dein Name? Bam, kompletter Esoterik-Text. Okay, das hat dasselbe wie vorher. Gut. So, das, was wir das jetzt haben. Gehen wir wieder runter. Gut, ich weiß, da oben ist auch irgendwo eine Buddha-Statue, aber ich bin definitiv zu faul, da oben zu der Buddha-Statue zu gehen. Ich würde gerne hier unten hingehen. Und dann schauen wir nochmal Skillpoint-technisch. Wie sieht denn das hier aus? Wir haben 3 Skillpunkte. Oh, Ichimonji. Ichimonji ist so gut. Der stellt auch noch Haltung wieder her. Gimme dat. Aufsteigender Karpfen gewährt die latente Fähigkeit, eine latente Fähigkeit, die bei erfolgreichen Parieren den Schaden für die Haltung erhöht. Oh mein Gott, I need this shit. Das ist so gut. Was ist das? Das ist halt auch. Der ganze Kampfkunstding hier ist einfach nur gut. So, fließendes Wasser. Okay, so, dann kann ich mich jetzt mal das hier schon mal tauschen. Ja, warum soll ich das nicht nochmal angehen? Ich meine, hilft ja nichts. Ich muss ja an dem Typen vorbei. Hilft ja definitiv nichts. Gott, das Ding ist so cool. Ich meine, es gibt noch so viele Möglichkeiten, die ich habe. Ja, ich meine, ich kann noch Skillpunkte farmen, um es mir einfacher zu machen. Von dem, was ich mitgekriegt habe, soll anscheinend auch göttliches Konfetti gegen den kopflosen Affen helfen. Nicht gegen den anderen. Aber ich würde es auch einfach mal anders angehen. Ich würde, glaube ich, gerne einfach nochmal dahin kommen. Okay, wir gucken mal. Ja, Punkte sind eh leer. Probieren wir das mal. Probieren wir das jetzt mal mit Ichimonjikirchen. Und ja. Ich bin der Meinung, es ist machbar. Ich bin definitiv der Meinung, der Fight ist machbar. Aber ich bin auch der Meinung, es ist super dumm.
Wird verstanden, wenn du es abgebrochen hast. Du, ich gebe kein Spiel mehr auf. Ich gebe keine Games mehr auf. Wie gesagt, das Einzige, was ich jemals wirklich aufgegeben habe, ist Hollow Knight. Und Hollow Knight ist auch noch nicht komplett von meiner Liste. Ich werde mich Hollow Knight irgendwann nochmal widmen. Warte, ich muss mich hier hochziehen für den Affen. Das habe ich nicht vergessen. Upp. Warum? Dankeschön. Es ist, glaube ich, einfach, wie man an den Fight rangeht. Ich habe einen Kollegen, der meinte, der ist da reingesprungen und hat ihn einfach gefirst-tried. Wo ich mir nur denke, du scheiß Lacker. Aber hey. Und ich habe einen Kollegen, der sagt, das ist der größte Bullshit-Fight auf Erden. Also von daher. Wie gesagt, Skill-Farming ist ja auch noch eine Idee. Aber jetzt erstmal kümmern wir uns dem hier. Das ist die Attacke, die mir am meisten Sorgen macht, wenn ich ehrlich bin. Hoppala! Weg! Au, 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 au! Das ist der Sweep. Nochmal der Sweep. Das war doch machbar. Wir kümmern uns zuerst um den Affen hier. Wenn er sich jetzt nicht die ganze Zeit hinter dem anderen Affen verstecken würde, wäre das um einiges einfacher. Come on! Warum ist der denn jetzt so passiv? Look at this shit! Warum? Weird. Der frisst halt richtig gut. Hoppa. Na, na. Geduldsfight ist das nichts an. Oh. Oh, okay. Ein Affe nach dem anderen.
Und ich habe keine Heilung mehr, das ist schon mal interessante Voraussetzung. Sweep, okay. Gott, dass er halt so sich nicht entscheiden kann, ob er aggressiv oder nicht aggressiv sein will, ist ein bisschen nervig. Hup. Oh, come on, okay, ich hatte ihn. Okay, der Fight ist nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe. Das hält sich in Grenzen, wenn man sich auf den braunen Affen konzentriert. Weil wenn man auf den weißen geht, wird der braune aggressiv wie Scheiße. Wie gesagt, hätte ich gewusst, dass er direkt hier steht, hätte ich dich gewarnt. Er kam mir nur so unlogisch vor, dass der Affe von dir hier ist und an die Möglichkeit nicht mal gedacht habe. Also wenn der Affe tot ist, ist der leicht... Ist der leichte Lockdrücken und dann nochmal Finish. Die Mechanik wird nicht erklärt und ich habe auch nur die Truppe rausgefunden. An der Leiche blocken drücken? Okay. Ja, das Ding ist, ich habe rausgefunden, ich habe es mir selbst schwer gemacht. Da ich den Guardian Ape oben schon mal gefaltet habe, taucht er hier unten jetzt quasi nochmal auf. Normalerweise taucht er irgendwie, der taucht zum ersten Mal auf, aber der oben nicht. Es ist ein bisschen merkwürdig. Gott, ich liebe dieses Zeug, müssen wir mehr davon holen. Was ist das? Im Grunde genommen ist das ein Mango Energy Drink, okay. Wenn der Weiße down ist, dann bleibt er liegen. Danach findest du ihn mit der sterblichen Klinge. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Das liegt halt an diesen komischen Centipede-Viechern. Ich habe schon festgestellt, quasi alles, was unsterblich ist, hat irgendwas mit diesen Centipede-Viechern zu tun. Nee, beim ersten Mal ist er bei mir ja gar nicht. Beim ersten Mal habe ich ja irgendwie den Centipede aus dem Kopflosen gezogen und dann haben wir den gekillt. Das hier ist das, was mich dezent aufregt. Dieses Hochziehen funktioniert halt manchmal einfach nicht. Ja! Ich kenne deinen Sweep inzwischen. Ah, fuck. Kann mich das überhaupt töten? Gott, das macht so viel Schaden. Komm on, ich hab dich getroffen! Hoppa!
Ich muss ein paar Hits von den Weißen kassieren, ob ich will oder nicht. Nein! Oh! Okay, er hat mich mit seinem Fuß getroffen. Come on! Konnte nicht sehen. Affen, ja, einfach nur Affen. Das ist der affigste Fight mit Abstand. Das Ding ist halt, ich bin. Obwohl, nee, das können wir auch nach dem Fight machen. Der Fight ist definitiv so machbar, aber ich bin definitiv am Überlegen, von dem Ashina-Style später Kram zu farmen. Also besonders dieses, hey, die Flags geben mehr Stamina Damage. Das klingt fucking amazing. Danach wird's besser. Sehen wir dann. Ich bin immer noch mad auf DHL. Letzte Woche versucht, ein Paket zu liefern. Dann dachte ich mir so, well, du könntest da jetzt hinlaufen und versuchen, es abzuholen. Dann dachte ich mir, nee, lass die nochmal liefern. Und ja, Liefertermin heute. Ratet mal, was heute nicht gekommen ist, richtig. Doch immer so. Ja, da ist allerdings was dran. Ja, ich hab den Speer. Okay, drei sind greedy. Niemals, mein Freund. Greed! Motherfucking Greed. Ich hab den Speer, hab ich mir ausgerüstet? Nee. Ach, ich war zu spät auf Blocken.
Ich sehe nichts, ich halte literally nur die Taste, in der Hoffnung, dass ich nicht sterbe. Come on! Das sind so Situationen, die ich überhaupt nicht mag. Ich weiß, ich wusste, dass es ein Sweep ist. Ich wusste, aber das Ding ist, in meinem Kopf bin ich hochgesprungen und der andere Affe hat mich geschlagen. Ja, das Ding ist halt, ich weiß nicht, warum alle immer so, oh ja, Kamera und Ecken sind gar kein Problem in dem Spiel. Und ich immer so, oh toll, ich hänge wieder in der 10.000. Ecke fest. Und es ist immer so. Was ist denn mit dem Speer? Hilft der Speer gegen den Großen? Obwohl, warte, was habe ich jetzt ausgetauscht? Ja, die Flöte ist eh scheiße. Vielleicht wird die Flöte später irgendwann wichtig, aber da. Ach, der Braune hat meine Posture gebrochen. Ja, cool. Dude, ich hasse diesen Spot. Der Spot hier ist so dämlich. Es gibt so einen fucking Frame, wo das Ding fucking grün ist und den musst du halt erwischen oder du musst halt von oben springen. Und ich schwöre, hier ist halt so. Dankeschön. Du musst näher dran stehen. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie hilft. Zwei sind fein. Ja! Fuck. Der lief gut und dann habe ich es irgendwo verlaufen. Den Speer nutzen, wenn er am Boden liegt, dann ziehst du den Wurm. Also nachdem ich seinen Crazy Overhead geparried habe. Das ist die einzige Situation, wo ich weiß, dass er am Boden liegt. Oder wenn er auf dem Bauch durch die Gegend slidet. Aber ich glaube, auf dem Bauch. Nee, das wird. Obwohl. Ich könnte es probieren, aber da verliere ich literally free damage, wenn ich das mache. Probier's mal nach dem Parry.
Diesmal vergesse ich nicht, hier direkt hochzuspringen. Aber ich vermute mal, es ist dann schon der Special, ne? Also doppelt drücken, nicht nur einmal. Okay, ich hab's gesehen. Was machst du? Das ist sau viel Damage. Oh mein Gott. Ah, Posture broken, nicht gut, nicht gut. Oh mein Gott, könnt ihr mal aufhören, hier fucking Tag Team euch abzusprechen? Das nervt. Ich stehe drauf, wie häufig er gerade vor Sweep geht. Oh meine Fresse, Alter. Ich hab den Ichi noch gehört, wie er getroffen hat. Ich dreh durch. Ach, come on. Lass mich aufstehen. Deine Tage sind gezählt, Affe. Keine Hilfe mehr. Sweep, verdammte Scheiße!
Nein! Leck mich doch. Ach, oh, cool. Ich krieg einen Revive dadurch, dass ich den Braun gekillt habe. Das ist cool. Oh ja, komm. Give me that. Nice. Und... Pop. Oh baby, did we do it? Did we fucking do it? Was ein Scheißfight. Was ein fucking Scheißfight. Zwei Gebetsperlen. Unsterblichkeit aufgehoben.